Also, haben wir hier noch was Schönes? Fenster, Glas haben wir ganz viel Schönes. Wie viel brauchen wir überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Reichen 8? Ich hoffe. Ich habe es nach den 30 Jahren immer noch nicht geschafft, dazu zählen mal. Hier kriegen wir. Guck mal. Guck mal. Stahlrahmenglas. Stahl. Moderner Eisenzaun. Das ist mein Ding. Moderner Eisenzaun, das ist mein Ding. Das probieren wir mal aus. So. Warum nicht gleich so? Du alte Kacke. So, jetzt geht da auch Lava rein. Dann hau ich alles. Ehrlich gesagt, mir ist ein bisschen zu hell. Leider kriegen wir das Glas nicht wieder. Aber egal. Wir können trotzdem ein bisschen rumprobieren. Immerhin. Asymmetrisches? Ne, geht nicht. Stahlrahmen. Oh ja. Zwei war eh zu wenig. Wir brauchen noch drei brauchen wir noch. Drei. Das geht, ne? Das kann man machen, oder? So, drei. Also, drei. Ein bisschen hin und her laufen, ist mir jetzt aber auch. Ist mir dann aber auch rettig, ehrlich gesagt. So, pass auf. Hier und jetzt nochmal ganz kurz da. Und nochmal ganz kurz den da. Und dann machen wir ganz kurz dahin. Und der sieht ja gut genug aus. So, achso, ich bin schon hier. Oh, Junge. Gott sei Dank. So. 1, 2. Und dann 3. Eigentlich könnte man es wirklich um den Ofen rumführen und dann hier vielleicht noch irgendwelche die Lavarohre, dass sie vielleicht nicht hier rumgehen, sondern so verschnörkelt um den Ofen rumgehen, bevor sie dann hier landen. Wäre eigentlich auch cool, ehrlich gesagt. Kann man echt ganz geile Sachen machen. Also theoretisch, ne, wenn hier die Lava rauskommt, schau mal vor, die wird dann oben rauskommen statt unten. Das müsste ja auch gehen mit den Rohren. Und wird dann einmal so um den Ofen rumführen, oben oder so. Wäre eigentlich auch geil. So. Gut, haben wir. Das hier kriegen wir eh nicht zu. Da können wir vielleicht noch so ein Dingens drum machen, aber ist mir scheißegal. Hier wollten wir noch Rohre reinmachen. Flüssigkeitsrohre. Die Frage ist nur, wie geht dem? Also Flüssigkeitsrohre kriegen wir hin. Angenommen. Das ist nicht meine Kiste. Ach, wir haben keine Rohre mehr, ne? Wir haben die ja unten geholt. Flüssigkeitsrohre. Wie kann ich da Sachen reinkriegen? Wie kann ich hier jetzt zum Beispiel Wasser und Lava reinkriegen? Aus was für Behältern? Sagen wir nicht aus Sodenbehältern. Wahrscheinlich aus sowas hier, ne? Tragbarer Tank. Kann ich wahrscheinlich hier hinstellen und kann ich Wasser abpumpen, indem ich auf Output stelle und hier auch. Und dann hier einfach ein Röhrchen dran, oder? Das müsste doch eigentlich gehen. Die Rohre dürften nur nicht verbunden sein. Das ist ein Problem. Tragbarer Tank. Ich guck nochmal ganz kurz, was brauche ich dafür? Ich brauche eh noch welche. Ah ja, Stabfokus. Tragbares Loch. So hat mal jemand deine Mutter genannt. Nein! Was? Habe ich nicht gesagt. So. Boah, hier ist auch Resonanter. Die sind so krass einfach mit dem, was da alles reinpasst. 512.000. In unsere Dinger, was haben wir hier? Was haben wir? Wir haben tragbare Tanks. 8.000. Und hier passen einfach mal 512.000 rein. Unendlich Quelle. Unendlich! Unendlich! Das hätte ich gerne. Wie macht man den? Steht da nicht. Hierfür braucht man Enderium-Barren, klar. Hätte ich hier auch sagen können. Verstärkter tragbarer Tank mit gehärtetem Glas. Ach ja, das war ja so, ja, gehärtetes Glas. Müssen wir mal gucken, wie wir das herstellen. So jedenfalls machen wir es nicht. Kupferbarren? Was macht das hier? Tragbar? Achso, das ist der normale tragbare Tank, alles klar.
Kupferbarren und Glas. Klares Glas geht auch, ansonsten nur Kupferbarren. Alles klar, das ist ganz easy. Haben wir jetzt schon Kupfer da? Kupferblock. So. So. La, la. So, zack. Okay, das haben wir. Ich brauche hier unten echt mal eine Werkbank. Ich will nicht mal nach oben gehen und da so rumpopeln an dem Ding. Außerdem haben wir noch tolle Ingredienzien. So. So, hier. 17 Stück können wir davon machen. Bevor wir das tun. 1, 2, hallo? 1, 2, 3, 4. Also 8. 10 Stück brauchen wir. Ich frage mich manchmal, ob ich mit den Sachen eigentlich nicht ein bisschen übertreibe. Und dann denke ich mir wieder, ach, weißt du was, fuck it. So, zack. La, la. Ich finde, das sieht sehr bescheiden aus. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Höllenmaschine. Wer sowas sagt, lügt. Okay. Also, hier können wir die drunter machen. Das geht schon ganz gut. Ich glaube, nur die Rohre würden sich verbinden. Kann man das ändern? Ich hole mal kurz zwei Rohre. Wenn sich zwei Rohre verbinden, dann wissen wir alle, hört sofort das Universum auf zu existieren. So. Okay. Oder ist es Pimmelfechten? Eins von beiden. Wenn zwei Rohre sich verbinden, da weiß man nie genau, was jetzt aktuell passiert. Verschwindet das Universum oder ist es Pimmelfechten? Also, warte. Probieren wir gleich mal. So. Ich bin gespannt. So. Okay. Zack. Das müsste aber eigentlich nach unten gehen, oder? Hammer, 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 Hammer. Wieso geht das nicht direkt in eine Wand rein? Warum hat das keine Beuge? Wo ist denn... Hä? Boah, ich hätte die Wrench schon wieder hingepackt. Da. Ne, geht nicht. Brauche ich da vielleicht einen Stock einfach, einen normalen Stick? Nein, das geht auch nicht. Das geht offenbar nicht. Aber die Frage ist natürlich, warum geht das nicht da rein und nicht da rein? Guck mal, der schwebt einfach in der Luft. Der geht. Ach, ich bin doof. Ey, guck mal, der geht da nicht rein. Es muss am Spiel liegen. Es liegt auf keinen Fall an mir. Ich habe die eine Sache wieder vergessen. Hab doch die F-Taste gedrückt, warum geht das nicht? Ja, man kann ja auch mal schlau sein. So, aber das hier... Ne, das geht nicht. Und mit der Branch geht's, glaube ich, auch nicht. Vielleicht muss ich... Okay, warte mal. Flüssig! Flüssig? Was haben wir denn da? Goldenes Flüssigkeitsrohr, sehr gut. Sandstein verbindet sich nur mit anderen Rohren. Eisernes Flüssigkeitsrohr, Ventilrohr. Quarzflüssigkeitsrohr, lalalala. Löschendes Flüssigkeitsrohr, Stein. Wird sich nicht mit Pflasterstein und Quarz verbinden. Also Stein verbindet sich auch mit Gold, wenn ich das richtig sehe, oder? Und Gold transportiert nur. Pflasterstein und Stein. Ah, die Musik. Willst du mich verarschen? Brauchen wir Pflasterstein und Stein? Ist das richtig? Oder... Rohrstöpsel. Strukturrohr. Ein Rohrstöpsel. Okay, probieren wir mal aus. Strukturrohr haben wir, glaube ich, auch. Ich präsentiere Ihnen mein wunderschön geformtes Strukturrohr. Damit kann man auch stöpseln. Viermal. Dann fällt es aber auseinander.
So, wo ist denn mein Strukturrohr? Da oben. Herrlich ist dieses Strukturrohr. So. Und daraus kriegen wir 4 Rohrstöpsel. Ich bin mal gespannt, wie wir die jetzt dazwischen klemmen. Hallo? Ach, Dragon Age. Oh ja, Dragon Age. Ich habe dich geliebt. Du warst meine geliebte Dragon Age. So, wie sieht's aus? Ah, alles klar. Und da auch nochmal, damit es symmetrisch aussieht. Sieht cooler aus. Aber es geht trotzdem noch rein. Es geht trotzdem noch rein. Alles klar. So, und jetzt würde ich gerne in das eine Ding Lava reinmachen, in das andere Wasser. Problem ist nur, Wasser haben wir, Lava müsste ich mir klauen. Also ganz ehrlich, was... Achso, das sind diese Dinger hier. Ich wollte gerade sagen, was laufe ich mit dem Bubbeln rum? So, versenkter Stein. Toll. Fenster habe ich sonst nicht mehr. Lava. Und Wasser. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich will es wissen, was passiert. Ich muss es einfach wissen. Lava können wir uns sowas noch aus dem Dingens, aus dem Ofen abzapfen, so ein Eimerchen. Und ein Eimer Wasser wird ja wohl aufzutreiben sein. Zum Beispiel hier in unserem alten, in unserem uralten komischen Brunnen, den wir so gar nicht mehr benötigen würden normalerweise. Das ist ja, nein, das ist unser Wandereimer. Das ist unser Wandereimer, den können wir nicht nehmen. Den wollte ich hier. So. Ich habe 2, weil ich gierig bin. So. Dann klaue ich mir 2 Lava-Eimer bei uns aus der Maschine. Boah, ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Angeblich soll da Obsidian rauskommen. So, da drüben ist... So, jetzt haben wir 2 Lava-Eimer. Gut. Mhm. Dann haben wir 2 Wassereimer. Ist beides auf Input gestellt, das ist ganz großartig, aber so ja nun nicht. Dann nehmen wir nochmal ganz kurz die Wrench. Output. Output. Ja, ja, das, Wie man sieht, nichts. Vielleicht macht es einfach Sinn. Vielleicht macht es einfach mehr Sinn, wenn wir... Warte. Macht irgendwie mehr Sinn, tatsächlich. Oh oh. So. Dann machen wir die lieber hier unten dran. So, da ist wieder dicht. Zack, dann haben wir das wieder. Und dann machen wir die beiden Behälter. Wir machen erstmal die beiden Rohre dran. So, und dann ein paar Stopfen. Stopfen, stopfen. Diese Musik. So, Wasser und Lava. Wasser und Lava. Sind beide auf Input gestellt. Und jetzt gehen wir mit der Wrench ran. Mal gucken, die müssten nach unten abfließen. Blub, blub. Und da geht's los. Yeah, das funktioniert. Okay. Geschmolzenes Eisen. Geschmolzenes Obsidian! Geschmolzenes Obsidian! Ja! Wir können Obsidian selber machen. Ich meine natürlich... Ja, wir können Obsidian selber machen. Kein stundenlanges Abbauen mehr.
Nice. Boah, geil. Boah, wie ich mich freue. Boah, ist das geil. Alter, das ist so gut. Erstmal, weißt du was, wir machen erstmal 300 Obsidian und dann bauen wir Tobi zu. Das war's, ne? Mehr Obsidian, das sind genau 2 Blöcke Obsidian. Wie geil ist das denn? Boah, das ist voll geil. Ich liebe das. Was machen wir hier? Ich weiß noch gar nicht, Mit Obsidian konnte man noch ganz andere Sachen machen, ne? Wir konnten ja... Ach ja, unsere Schränke können wir ja auch endlich mal erweitern. Problem ist nur, wir brauchen auf jeden Fall eine geile Lavaquelle, damit wir hier immer schön, ne, gefüllt bleiben. Fug. Boah, ich feiere diesen Ofen extrem. Ich bin froh, dass wir den erweitert haben. Ich weiß noch nicht genau, was wir auf die andere Seite machen, das kann ich noch nicht sagen. Oben muss ich noch zumachen, das hier mache ich auch noch mit Glowstone. Ich weiß noch nicht genau, ob wir da ausreichend haben, damit es noch ein bisschen schön eindrucksvoll aussieht. Ei. Funporten. So, Automatik nehmen wir auch noch. Hier hinten müssen wir noch zubauen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber weißt du, ich glaube, ich mach einfach schwarz heran die Pflastersteine, ne? Ich wollte hier, genau, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Dann mache ich das jetzt mal schnell, dann haben wir das auch zu. Ich vergesse mal, dass ich hier runter kann. Gut. Geil. Da, geht das? Brauche ich das hier? Ich nehme einfach mal das hier. So, Problem ist, wir brauchen da oben die normalen. Dann haben wir das endlich fertig, Alter. Dann haben wir das endlich. Man glaubt es gar nicht. Hat ich gerade Alter gesagt? Sorry. So, die Gewohnheit. Das da muss natürlich noch raus. So, und dann hier noch. Und da müssten wir dann noch die normalen Blöcke hinmachen. Das dürfte aber kein Problem sein. Müssen wir nur von außen leider. Von außen müssen wir da leider noch ein bisschen mit Erde drüber, sonst sieht man das von außen. Soll ja aussehen, als wären wir tief unterirdisch und nicht irgendwie, ja, wir sind hier zufällig gerade an einer schönen Blumenwiese mit unserem komischen Megaofen. Wir könnten hier natürlich offen lassen für ein weiteres. Sag mal, hä? Für ein weiteres Rohr. Habe ich da offen gelassen? Ne, habe ich schon zugemacht. Alles klar. Gut, dann geht's hier hinten so weiter und jetzt sieht es halt wirklich aus wieder wie im Keller. Jetzt sieht es hier wieder aus wie im Keller. Hier hinten können wir schön die Ausgabedinger machen. Da können wir die automatischen machen. Die müssten dann unten noch abtransportiert werden. Ich weiß noch nicht genau. Doch, das können wir abtransportieren. Wir müssen dann nur noch weiter nach unten bauen. Oder wir bauen hier am Ofen entlang irgendwie vorbei. Oder machen eine Dingens, die dann hinten... Ich weiß noch nicht mal, wo die Output-Kiste ist. Wir haben jetzt hier eine Input-Kiste, aber die Output-Kiste würde ich gerne drüber machen. Sieht aber dann schäbig aus. Müssen wir mal gucken. So. Gut. Alles klar. Ich müsste das Inventar dann langsam mal ausmisten. Aber ganz ehrlich, das mache ich ja lieber in den ZDF-Folgen. Ich könnte, wenn wir hier schon mal dabei sind, versenktes Glas, was ich vielleicht nochmal mache eben. Ich gebe komische Geräusche von mir. So, warte. Was eine Aufnahmemarathon heute auch wieder. Hätte ich nicht gedacht.
So, gut. Und da würde ich vielleicht nochmal, ja, dann werden wir also wenigstens los, dann haben wir noch den Zweck zugeführt wenigstens. Hä? Willst du mich verarschen? Ich hab das doch alles gemacht. Na, zack. 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 So. Das ist ein kleiner Ofen. Ich finde, dieser Ofen, wenn er eines ist, dann würde ich sagen, gerechtfertigt. Sehr gerechtfertigt. So, was wir noch machen müssen, ist dann irgendwie Lava holen. Wir sollten vielleicht noch ein paar Terminal Tanks bauen, damit wir nicht immer hier abbauen müssen, sondern einfach welche, damit wir da auffüllen können oder so. Da, die Decke müssten wir auch noch machen. Ehrlich gesagt, dafür würde ich gerne... Wir haben ja die Steine eh schon gemacht, ne? Hier, die versenkten Ziegel. Haben wir noch nicht... Wo sind denn die? Die versenkten Ziegel da oben. 38. Versenkte Ziegel. Hä, warum packt er die... Warum steckt er die nicht jetzt? Wenn ich da reingehe, blute ich dann? Also wenn ich jetzt hier von der Seite reingehe... Aua. Wollt mal gucken, was dann, ne, was dabei rauskommt. So, hier. Oh, toll. Das wollte ich. So, mal gucken. Haben wir ein bisschen Blut gesammelt? War offenbar nicht. Ich dachte. So. Ich dachte, wir haben ein bisschen Blut gesammelt, aber leider nicht. Also. Was habe ich denn da gebaut? Was ist all this? Das sind aber Slabs. Von einer Seite ran. Gut, pass auf. Slabs. Ich würde jetzt nochmal diese anderen Ziegel nehmen, aber vielleicht nehme ich einfach doch diese hier wegen den Lichtern. Aber es sind die Brick Slabs. Ich brauche die Cobblestone Slabs. Also muss ich die ganze Decke nochmal neu machen, also das will ich nicht. Wir sind das hier. Schäm dich. Cobblestone Slabs? Bitte sag mir noch, Junge, Cobblestone, Junge, Cobblestone. Ich hatte doch Cobblestone Slabs irgendwo. Slabbity Slabs von Cobblestone. Nein, da sind sie nicht drin. Nein, da sind sie offenbar auch nicht drin. Nein, da sind sie offenbar auch nicht drin. Da sowieso nicht. Fuck, wo hatte ich ihn hingepackt? Ich schau mal eben. Ah ja, Cobblestone Slab. Alles klar. 33 wird reichen. Die würde ich auch gerne abbauen. Am liebsten 1 zu 1, aber naja, es geht leider nicht. So, geil wäre es, wenn ich jetzt da reinfalle. Das wäre sehr cool. So. Ich mache da später noch diese Beleuchtung oben drüber, ne? Das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich, wenn wir wieder ein bisschen mehr Gedingse haben. Oh, Mist. Nee, da hinten kommt ja dann, theoretisch kommt dann ja überall Glowstone rum, ne? Ja, da auch. Okay. Jetzt müssen wir von der anderen Seite rein. Versenkte Ziegel. Und das Coole ist, wir könnten hier... Also cool ist relativ, aber wir könnten hier auch noch einen Tisch machen. Wenn wir es eilig haben, können wir da nochmal schnell ran. So, das geht auch.
So. Jetzt ganz kurz. So. Alles klar. Der kommt auch weg. Der dürfte dann einfach später im Ofen liegen, ganz normal. Das kommt weg. Dann hier Cobblestone Slabs. Da drüben sieht es immer noch nicht hübsch aus, ich weiß. Aber das können wir erst machen. Das können wir erst finalisieren, wenn wir damit durch sind, soweit. Nämlich, wenn die hintere Wand komplett beleuchtet wird von den Dingern hier. Das geht vorher nicht. Es sei denn, ich würde die Wand halt normal zumachen mit normalen Dingern. Das sieht dann langweilig aus, glaube ich. So, zack. Wie habe ich das jetzt drüben gemacht eigentlich? Ach so. So. Dann geht's da auch noch rein. Alles klar. Den Rest müssen wir mit Glowstone machen. Das geht momentan noch nicht, leider. Da brauchen wir noch ein bisschen Glowstone aus dem Nether. Aber es sollte jetzt oben erstmal, außer da hinten der Rand, der ist noch schäbig, aber wie gesagt, da wäre dann Glowstone, sodass der Ofen auch beleuchtet wird von oben. Und hier... Ach, die Dinger liegen einfach nur drin. Alles klar, ich dachte, ich kann die rausziehen. Nö, die liegen da nur drin. Alles gut. Puh. Alter Schwede. Ich muss das Inventar, ich muss ja auch die Kisten entlumpen und so weiter. Gut, diese Kiste hier ist schon entlumpt. Aber generell muss ich ja wirklich mal, ja. Sonst wird das fürchterlich. Gut, ich würde sagen, das soll es hier erstmal gewesen sein. Der Ofen ist fertig, unsere Beerenbüsche allerdings noch nicht. Eine Sache, die ich vielleicht noch gerne machen würde, ich weiß nicht genau. Damit ich das vielleicht in Zukunft nicht vergesse, warte ganz kurz. Ich wollte mit den Schuhen nochmal was probieren. Pass auf. Hier. Ja. So, mal kurz gucken. Halt. So. Ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Ja, Erfahrungskosten 30. Dann haben wir die zumindest schon mal zum Teil wieder repariert. Weil vorher stand ja, ist zu teuer. Geht also nicht. Und wenn wir jetzt nämlich wieder so ein bisschen, na, so nach und nach mit den Erfahrungsbeeren, wir brauchen echt noch andere Büsche, die müssen viel größer werden. Das hier ist alles nur, das ist alles nur Pille. Das ist alles nichts. Ist ein schönes Vorgeplänkel, aber da müssen wir noch richtig geschützt... Das sieht so geil aus. Da müssen wir noch richtig Geschütze auffahren. Was liegt da? Erde. Alles klar, ist mir egal. 6 und wir haben ja theoretisch... Ach ja, wir haben ja noch welche. So, warte. Oh, wir haben noch einige. So. Sekunde. Dann können wir das Ding vielleicht nochmal reparieren. Wir haben noch ein paar Beeren auf Petto. In Petto. Und das heißt, wir können die ganzen Sachen dann schön reparieren. So, warte. Schüchen. Da. Habe ich die Dinger schon? Ich bin so schnell einfach. So, warte. Die Schüchen und die Barren. Erfahrungskosten 30. Jetzt haben wir noch Level 2. Die Schuhe sind aber fast gefixt. Ah, alles klar. Das heißt, wir können jetzt nochmal ganz kurz Erfahrungsbeeren konsumieren. Und ich mach das sogar, ich bin dann so ein Billigheimer. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie viel kosten das jetzt noch. Immer 30. Ja, scheiße, ist nicht so gut. Teuer. So, weiß gar nicht, ob es das lohnt. So, 30. Zack. So. Bett. Schade. Das war schade. Oh, Mann. Ich dachte, jetzt hat sich doch gelohnt. Okay. Level 2. Juhu.
Okay, damit haben wir die Level immerhin sinnvoll verbraucht. Unsere Rüstung ist bald wieder ganz wie neu. Sehr, sehr cool. Und wir brauchen unbedingt, also ich werde mir auf jeden Fall, noch so einen Keller machen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungsbeeren sammeln, damit wir alles reparieren können. Unser Schwert muss ja auch mal langsam hier. Unser treues Schwert, der Bogen muss auch mal hier. Der Bogen muss auch mal langsam wieder. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen hinterher sind. Aber mal schauen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die Büsche anpflanzen. Wo bin ich denn? Achso. Ich wollte gerade wieder auf die Veranda. Hab mich in der Etage vertan, weil ich doof bin. So, und ich würde sagen, der Zukunftsgronk wird viel Spaß haben, den ganzen Kappes hier auszusortieren. Aber das ist ja nicht mein Problem. So, jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Und dann haben wir, Gott sei Dank, haben wir dann den Ofen fertig. Und dann können wir uns endlich mal neuen Sachen zuwenden. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt endlich, wie wir das Auge machen bei dem Taumturm oben. Das rot leuchtende Auge. Ich wusste nicht genau, muss ich jetzt Glas drum machen und dann Lava rein oder sonst irgendwas? Aber jetzt wissen wir genau, wie wir das Auge machen können mit diesen Lava-Fenstern oder Gläsern oder was auch immer. Das wird, glaube ich, schön. Und wir wissen auch, wo wir die auffüllen können. Sehr, sehr gut. Freue ich mich drauf. Bin gespannt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank nochmal. Ciao. Mit V. Tschüss.